Willkommen zurück bei Factorio Space Age Folge 2. Wie angekündigt, hole ich euch zurück und jedes Mal, wenn ich hier reingehe, habe ich keine Eisenplatten mehr und will hier unten die Dame verbinden. Wir haben jetzt die elektrischen Förderer. Das heißt, wir können jetzt. Gut, warte mal, hier ist der erste schon leer gelaufen gewesen. Ich habe einen neuen bauen müssen. Bin ein bisschen überrascht, dass das so schnell ging. Was wäre dann erst mit geringen Ressourcen passiert, frage ich mich da. Ich meine, ich habe es ja nicht voll aufgedreht mit der Reichhaltigkeit, aber trotzdem. So, mit diesen vier Dingern habe ich für meine Zwecke hier so viel Kohle. Wir müssen ein bisschen auffüllen können. Und die Eisenplatten nochmal weg. Hauen hier jetzt noch ein paar Eisenplatten rein. Dann haben wir hier noch ein paar Zahnräder rein. Können wir die runternehmen. Die können wir auch rausnehmen, hier können wir auch rausnehmen, hier können wir reinjagen. Hier haben wir nichts, aber dann nehmen wir die raus und hauen die hier rein, weil ein paar Bänder brauchen wir, wobei 400 Bänder jetzt nicht so schlecht ist und 120 Greifarme auch. Die roten Greifarme, die muss ich dann halt noch selber machen. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich wieder keine Eisenplatten, das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich nach da unten laufe, habe ich alle Eisenplatten in die Fabriken reingesteckt, anstatt dass ich mir endlich mal zwei neue Dampfturbinen mach. So, jetzt aber. 1, 2 reicht gerade noch so. So, die Platten hier reinstecken. Ausnehmen, reinstecken. So, 120 Greifarme, damit können wir erstmal arbeiten. So. Was denn? Ach so, ja, okay, ich habe keine mehr. Ich dachte, ich habe noch Rohre. Ja, natürlich brauche ich Eisenplatten für Rohre. Wieso denn auch nicht? Hm. So, jetzt nehme ich ein letztes Mal hier erstmal raus. Eisenplatten bitte. 5 Rohre. So, dann wäre ich noch. Machen wir noch ein paar rote Arme. Ich habe ja 127. Gelbe, das sollte erstmal reichen. Dann können wir jetzt noch ein paar rote Arme machen. So. So, und hier kann ich eigentlich das Ding erstmal abbauen und machen wir uns kurz eine Kiste. Da brauche ich natürlich mal wieder Eisenplatten dafür, das war klar. Dann nehmen wir nämlich die Kohle befeuert und dann kann ich da unten erstmal eine Weile laufen lassen. Ja, das rausnehmen, da rein, dann haben wir ein paar rote, das passt. So, dann nehmen wir uns hier die Eisen. Mal auf. Gehen vielleicht einmal kurz hoch zum Kupfer. Hier ist nämlich auch leer. So. Dann nehmen wir uns die Kohle. Die halt so und dann machen wir das 1, 2, 3. Habe ich mir abgehuckt von den Speedrunnern, aber das ist ein richtig guter Einstieg, wenn man nämlich jetzt Moment, die, wobei die muss ich nicht nach unten legen. So, wenn man nämlich jetzt so ein. Ja. Der Holz von hier oben. Glaube ich hier. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall. Nee, genau, der war falsch. Genau, der muss hier ran.
Der muss hier ran. Genau, und jetzt bauen wir hier. Alles, sondern ist so. Die haben jetzt noch jede Menge drin, aber jetzt holen die sich die Kohle selber. Genau, der stapelt sie, glaube ich. Moment, stapelt das jetzt richtig? Moment, ich glaube der. Ups, bin mir nicht ganz sicher, ob er dahin muss. Aber ich glaube, er muss dahin. Oh, der muss, vor allem muss der gedreht werden. So, ja. So, jetzt haben wir erstmal genügend Strom. Muss ich auch mal auf die Karte gehen. Umweltverschmutzung ist auch noch im Grün. Okay, alles klar. So. Dann können wir uns jetzt mal um die Aufbau von unserer Basis kümmern, indem ich allerdings hier erstmal noch ein paar von denen machen muss. Zahnräder natürlich. Habe ich keine. Im Moment, habe ich noch Platten? Nee, natürlich nicht. Zahnräder braucht man einfach überall. So, dann können wir eigentlich auch noch ein paar davon machen. In der Forschung machen wir jetzt gerade nicht. So, wir haben jetzt hier alles. Ja, ja, Moment, dann können wir das hier abbauen. Können wir die hier reinmachen. Können die abholen. Können die hier reinjagen. Dann können wir ein paar Förderer machen. Hier können wir noch ein paar Bänder machen. Förderer raus. Ich weiß, ich kann alles von Hand craften, das ist mir durchaus bewusst. So geht es allerdings schneller. Ich könnte immer nur eins machen nebenbei. Klar, das können, während ich durch die Gegend laufe, könnte ich auch machen. Also ich werde auch immer noch wieder Sachen per Hand craften, so ist es nicht, aber jetzt werde ich erstmal immer wieder so arbeiten. In den ganzen Fabriken. Dass wir jetzt unseren ersten Bus aufgebaut haben. Raus. Auch alles raus. Hier was rein, hier was rein. Rausnehmen, rausnehmen, reinsetzen. Rausnehmen. So, dann wie viel Erzförderer habe ich denn überhaupt schon? 7. Okay, das ist noch nicht besonders viel. Das ist nicht besonders viel. Ich könnte vor allem auch noch ein paar. Davon machen. Eisenplatten. Wie immer. Hier schon wieder. Das habe ich so. Platten mehr machen, damit wir schneller vorankommen. So, ja, hier keine Eisenplatten, um hier irgendwas irgendwelche Zahnräder herzustellen. Und jetzt aber. So, 64 Strommasten ist eigentlich auch schon mal gut, aber da können noch ein paar mehr. 5 natürlich raus. Ein paar mehr. Ist man drin? Nee. Rausholen, nehmen wir auch raus. Jetzt haben wir 23. Brauche ich noch ein paar. 23. Ich brauche 30 Miner.
belegen ein gelbes Band komplett. Also mit 30 Miner kann ich eins komplett auslassen. Und auf 30 Miner kommen, glaube ich, 24 Brennöfen. Ah, da fällt mir gerade ein, ich wollte auch noch ein paar Brennöfen machen. Davon habe ich ein paar zu wenig. Das ist Blödsinn, was ich hier mache. Hier liegen ja noch ein Haufen Steine. Baue ich erstmal die Steine ab und baue dann noch ein paar Brennöfen. Die kann ich auch von Hand geschwind durchjagen. Nichtsdestotrotz wäre es nicht so schlecht, würde da unten auch was bauen. Also die muss ich wegnehmen, die stören nur. Platten. Wo war es denn jetzt eigentlich genügend? So. So, jetzt haben wir 30. Jetzt können wir noch hier mal. Wie war das? 1, 2. 1, 2. 2. Dann sollten wir es lassen. Stehe ich jetzt im Weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zu wenig. 13, 14, 15. Könnte ich auch schön aussehen. Moment, wie geht das nochmal? Sieben sind 15, genau. So, STRC. So. Bänder. Der sitzt ein bisschen falsch. Ja,
Dann wird der hier oben nicht versorgen. Gut, dann setze ich halt hier hin. So. Es passt zufälligerweise genau hier rein. Das ist jetzt nicht 100% in der Mitte, aber das ist ja auch egal. So, damit ist meine erste Eisennot erschlossen. So, hier sind 7 Stück drin. So, das Kupfer oben. Ah, brauche ich da auch so viele? Ich glaube schon. Ob ich die hier oben reinkriege? Doch. Ich sehe auch so oben rein. Ja, eigentlich richtig. Ja, ganz gut eigentlich. Wunderbar, das bedeutet, das ist auch eine volle Kupfernot. Eins haben wir noch. Okay. Okay, die Blaupausen sehen jetzt tatsächlich aus wie Blaupausen. Das war ja bisher immer eher so ein Grau, glaube ich. Ist tatsächlich eher so ein Blau. Was heißt so ein Blau? Es ist definitiv blau. So. Yes. So, damit ist der auch angeschlossen. Mehr. So, jetzt sollte ich mir einfach nur mal auf Verdacht und auf Vorrat mal 5 davon machen und ein bisschen Munition nebenbei craften. Ist mal jetzt so, kann nebenbei per Hand durchlaufen. So, ja, ich kann wieder was drin. So, 400 Bänder habe ich noch. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt hatte ich ja gesagt, ich habe kaum noch, ich habe kaum noch. Kaum noch elektrische. Ich brauche natürlich jetzt auch wieder davon. Ich brauche für alles Eisenplatten. Ein paar davon. Na, jetzt sind die elektrischen nämlich aus. So, ich wollte die Basis ja ungefähr hier oben nach oben bauen. Da sind natürlich jetzt einige Bäume. Aber so ungefähr wollte ich es machen. So weit muss auch mal. Jetzt bauen wir erstmal das hier voll auf. Also voll auf ist gut, hab nicht genügend, aber jetzt gehen die mal in Betrieb. Hier fehlt Kohle. Und Platten raus. Und eigentlich kann doch auch schon das bessere Gewehr machen. Und ein paar Eisenplatten fehlen halt. Und kriegen wir. Und dann nehmen wir uns jetzt das Gewehr und machen noch davon. Und die Rüstung von mir aus auch. Hier ist nichts mehr drin. So, ja, hier fehlen die hier, genau. Die können wir jetzt hier reinmachen. Jetzt habe ich allerdings keine Eisenplatten mehr.
Aber auch das ist. Ach, hier ist schon der nächste leer. Okay, das ist schon krass, wie schnell wie hier. Ja. Also. Voll. Ah, die sind voll. Okay. Ja, zur Zeit, dass ich eine ordentliche Eisenplattenproduktion aufziehe, wenn ich hier so wenig Eisenplatten nur noch rauskriege. Wie viele Eisenplatten? Wie viele wahrscheinlich auch Eisenplatten? Ja. Die kann ich noch. Okay, ein paar kann ich noch. Wenigstens auch die Kupfernot da oben voll, voll erschließen. Ich hoffe, dass. Wie viel habe ich denn jetzt? Zwei. Was? Gerade mal zwei. Wie viel brauche ich? Ich brauche noch ein paar mehr. Drei und sieben, okay, zehn Stück bräuchte ich noch. Drei habe ich. Eisenplatten. So, währenddessen hole ich mir noch ein paar Eisenplatten und mache noch ein bisschen Munition und schiebe mir das auch lieber darüber. Und dann, wie kann ich die Waffe wechseln? Das ist da unten. So, ich muss das alles echt nachgucken, wie man solche Sachen vergisst, aber dann machen wir es lieber so rum. Das wieder rausnehmen. So, jetzt habe ich 10 Stück. Okay, jetzt kann ich das da oben mal bauen. Und dann können wir jetzt die erste Plattenproduktion aufziehen. So, okay, dann läuft das auch. So, und jetzt brauche ich, das habe ich jetzt noch nicht gebaut. Das müssen wir jetzt von Hand machen. Okay, da brauchen wir elektronische Schaltkreise und Eisenplatten natürlich. Brauchen ein paar Splitter, ein paar Tunnel. Die habe ich hier natürlich jetzt nicht gebaut. Ein Förderer kam noch mit raus. Nehmen das Zeug mal raus. Wobei eigentlich kann ich es gleichzeitig machen. Hier nehme ich jetzt einen Splitter, mache. Ja gut, dann brauche ich wieder elektronische. Und da brauche ich wieder Kupferkabel dafür. Und die kann ich jetzt erstmal so machen. Reicht gar nicht. Brauche ich ein paar mehr davon. Das rattert halt schnell durch. Weil ich könnte es hier eigentlich auch so eine Mini-Automatisierung hier reinmachen. Hey, warum arbeitet der so langsam? Warum schiebt er das jetzt nicht rüber? Muss ich das verstehen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Jetzt schiebt das rüber.
7 Teile. Wie viel brauche ich nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 brauche ich. Halt, falsches. 12 brauche ich davon, ja. Brauche ich dann für die Tunnel? Bänder und Platten. Ja, Tunnel. Und der das nicht rüberschiebt, das verstehe ich jetzt allerdings gerade nicht. Muss ich alles manuell machen, das ist doch auch kacke. So, jetzt habe ich 12, aber gut, ich brauche natürlich dann später auch noch ein paar mehr. Hier habe ich schon 20 unterirdische, das ist gut. Ach, der Alex. Ja, das neue Update ist raus, kam heute raus. Es werden aber allerdings sehr wenig bis gar nichts jetzt die ersten Stunden, weil das erweitert das Spiel hinten raus. Das heißt, wenn man die Rakete startet, womit das Grundspiel beendet wurde, dann da setzt dann das DLC erst an. Also die ersten paar Stunden ist wie immer. Wenn man so will. Die ersten paar Stunden ist gut, die ersten 25 Stunden ist wie immer. So, Tunnel habe ich genügend. Weiß für die, die sich nicht auskennen, ich klicke hier gerade immer viel rein und blicke gar nicht, was ich mache. Also ich hole mit einer Tastenkürzel, hole ich hier alles raus, stecke hier alles rein, was ich habe, hole hier wieder alles raus und stecke hier wieder alles rein, was ich habe und hole es wieder raus. Das sind diese Klicks, die ich da mache. Dass wir hier noch ein paar Splitter zusammen haben. Ich denke, das, ja, das reicht jetzt. So, dann können wir nämlich jetzt oben unsere eigentliche Basis aufbauen und dann gehen wir mal kurz in die Übersicht. Noch keine Nester in Sicht, noch keine Verschmutzung bei den Nestern, also mit Beißen bauen wir nichts. Wir bauen einen einen vertikalen Bus. So, also, dann nehmen wir das mal kurz noch auf die Schnellstartleiste. Ja, so, und dann schauen wir mal, ob ich noch weiß, wie das geht. Ich versuche es jetzt mal so. Und, das ging dann. Also ich weiß, dass so der Anfang war. Moment. Ein paar Sachen muss ich mir dann doch noch mal nachschauen. Z1-Verteiler, 4-4-Verteiler, da ist er doch. Okay, genau. Schließen, 4x4-Verteiler, genau, den wollte ich. Ah, okay, ich habe doch richtig angefangen. Ich wusste dann nur nicht mehr, wie es weitergeht. So, dann einmal den hier und den daneben. Können wir das hier wieder abbauen? Dann kann ich. Ah, verdammt, das ist ja ein Blödsinn. Was mache ich denn hier? Ich bin ja noch viel zu früh. Das, was ich brauche, das ist doch die Schmelzstraße. Ja, wobei ich möchte nicht die gleiche bauen wie immer. Will ich die gleiche bauen wie immer? Ja, gut, die ist erweiterbar. Komm doch, wir nehmen die. So, die will ich doch. Die brauche ich doch. Hallo? Danke. So.
mal. Zweimal. So, genau. Und das ist. So, das ist jetzt die Schnellstraße für Kupfer. Und das ist die für Eisen. So, dann bauen wir die mal. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich sie gemacht habe. Ich muss mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nur. 15 ist zu wenig, 24 geht. So, dann kopieren wir das mal und setzen das einfach mal oben drauf. So. Ja, das wollen wir erzwingen. So, ist er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Als ob ich es abgemessen hätte, Wahnsinn. Habe ich nicht, aber hat genau gepasst. Habe ich jetzt noch genügend Bänder? Aha, wobei, nee, eigentlich nicht mehr ganz so viele. Ist außer Reichweite. Ist doch hier in Reichweite. Das reicht denn nirgends hin, die Bänder, die ich habe. Zehn Bänder noch. Ja. Was ist denn hier alles entfernt? Nur auch davon habe ich, glaube ich, viel zu wenig. Ja. Okay, ja. Okay. So. So, dann müssen wir uns noch ein paar Bänder machen. Ich meine, Strom muss ich ja sowieso hier hochziehen. Genau. Okay, hier ist irgendwas schief gelaufen. Das passt so nicht. Der passt. Ja, hier habe ich. Der passt nicht. Der passt. Der passt. So, und hier bitte. Noch die Bäume weg. So, und die schon die zweite Folge rum. Hey. Ja, bei dem Spiel rast die Zeit einfach. Gut, dann ja, dann werde ich die Folge jetzt hier beenden. Den Baum hätte ich, könnte ich eigentlich stehen lassen und den auch, der ist genau dazwischen. Ihr seht da, was ich jetzt vorhabe. Ich werde jetzt hier die ersten beiden Schmelzlinien aufziehen. Ich muss erstmal noch ein paar Bänder machen. Das könnte ich eigentlich, hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit nebenher laufen lassen können. Und dann nehme ich euch zurück zur neuen Folge, wenn wir hier fertig sind. So, die den Baum könnte ich eigentlich auch stehen lassen. Nee, wir nehmen ihn weg. Wir sind der Umweltfrevler hier in diesem Spiel. So, also das dauert noch ein bisschen, braucht noch ein paar
ein paar Schmelztiegel, brauche noch ein paar Bänder und dann sehen wir uns in Folge 3. Nehme ich euch zurück, wenn ich das fertig habe und dann bauen wir unsere Basis weiter auf. Also bis dahin, mach's gut, ciao.